Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Feed and Grow Fish. Heute mal wieder im Fluss. Und weil ich dringend Münzen brauche, dachte ich mir, heute probiere ich mal den Arapaima aus. Den größten im Fluss, weil mit dem sollte das Münzensammeln ziemlich schnell gehen. So, er hat ziemlich viel Gesundheit und ziemlich viel Schaden, aber er ist ja auch ein ziemlich großer Fisch. Seine Fähigkeit? Okay, also Oxygen verursacht, dass er schneller schwimmt, schneller zubeißt und mehr Schaden macht. Mit der Zeit lässt das wohl nach. Okay, muss mal schauen, wie sich das so macht. Am besten, wir probieren ihn gleich mal aus. So, Kopf über. Ja, das ist immer schick. Mein Bruder ist auch schon unterwegs hier. So, und da wollen wir noch mal sehen, wie es so ist. Was zu fressen? Da. Zack. So. Wo sind die ganzen Fische? Wo sind denn die ganzen Fische hin? Oh, da ist ein Fisch. Ups, gleich im Ganzen gefressen. Also ich glaube, mit dem muss ich gar nicht zubeißen. Der ist zu groß. Er beißt auch ziemlich langsam zu, aber ich denke, bei so einer Größe ist es auch nicht mehr wichtig, schnell zuzubeißen. So. Wupp. Oh, ich muss mal atmen. So, jetzt bin ich wieder schneller. Wutsch, der Tiger war weg, also diese Tigerfischviecher sind auch keine Herausforderung. Aber die Strömung zieht mich so ein bisschen mit, habe ich gerade das Gefühl. Ja, oh ja, oh ja, die zieht mich mit. Verbraucht er ziemlich schnell seine Armsdauer, wie ich das Gefühl habe. Okay, aber ist ja nicht schlimm. Ich bin ja ziemlich groß. Ich muss ja eigentlich nur darauf warten, dass irgendein Fisch in meine Richtung schwimmt und dann sauge ich den auf. Flupp. Und atme. So. Hier. Du da. Komm mal her. Und der Hecht. Gleich hinterher. Ja, schwimmt mal alles schön vor mir. Schwimmt mal alles schön vor mir. Oh Mann, selbst die Großen. Selbst die Großen. Ich muss nicht kauen. Ich muss nur einsaugen. Flup, flup, flup. Also mein Ziel ist eigentlich nur, 1000 Münzen zusammenzukriegen. Das ist jetzt nicht der Fisch, den man jetzt zum Wachsen braucht. Level 3. Ja. Oh, aber hier sieht man es gerade. Na, Damage lässt nach. Wenn ich da wieder hier oben bin, habe ich wieder 136 Damage. Also der braucht Luft. Der braucht Luft, der Kleine. Der Kleine, wohlgemerkt. So, was zu fressen. Wo ist denn hier mal was zu fressen? Da. Ups, dran vorbeigeschwommen. Du da? Ja, komm. Die kleinen Piranhas nehme ich auch mit. Also, hier wird mich keiner beißen. Hier wird mich keiner beißen. Vielleicht mal versehentlich, aber nee. Hier, der Aal, weg ist er. Der konnte mich nicht mal schocken. Zack, der auch. Was haben wir hier? Wupp, wupp. Und wieder atmen. Aber die sind klein und wendig. Die schwimmen einfach schnell an mir vorbei. So. Da, 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 da. Wo haben wir denn hier noch was zu fressen? Ups. Jetzt treibt mich die Strömung hier lang. Okay, okay. Ich folge einfach der Strömung. Wird sich noch was zu fressen finden. Da vorne sehe ich was. Blup. Schaden. Ja, tu mal wieder Luft. Und schon ist der Schaden wieder oben. Obwohl, es macht eigentlich keinen Unterschied mehr. Also ganz ehrlich. Der ist viel zu stark. Der ist viel zu stark. Der kann den keiner herausfordern. Ich fresse die alle auf. Bevor einer von denen wachsen kann, ja, zack.
So, nochmal atmen. So. Futter, Futter, Futter. Futter, Futter, Futter. Oh, jetzt mache ich gleich den großen Sprung. Der große Sprung. Hallo? Hui! Da wurde es gleich mal ganz laut. Flupp! So. Wieder im Anfangsgebiet. Mein Bruder ist ja auch immer noch unterwegs. Na du? Frisst du all die anderen Fische? Aber ich kann dich nicht beißen. Ich weiß nicht, wann es so weit ist, dass ich den fressen könnte, aber ich glaube nicht, dass ich so lange mit dem spielen werde. Also mein Ziel ist wirklich nur die 1000 Münzen. Der ist keine Herausforderung, dieser Fisch. Der ist einfach viel zu groß, viel zu mächtig. Ich muss hier einfach nur flupp die anderen fressen. Flupp, flupp, flupp. Blub. Ey, der hat tatsächlich zugebissen. Die kleine Saudi. Jetzt habe ich da eine Wunde. Was fällt dir denn ein? Zack. So. Da ist ja noch was zu fressen. Leute, kommt doch mal her. Lasst euch fressen. Da, da. Da, ich sehe dich. Ich sehe dich. Du siehst lecker aus. Du auch. Aber eigentlich wollte ich dich fressen. Aber ich bin langsam. Luft holen? So, jetzt bin ich wieder schneller. Zack. Alles schön gefressen. Da, den nehme ich auch noch mit. So, das kleine Ding auch. Was soll's. Ich fresse auch das kleine Zeug. Nicht schlimm. Wupp. Wupp. Kommt mal alle her, ja. Wupp. Ist ja wirklich überhaupt keine Herausforderung. Gut, der kostet auch 100 Münzen, ne? Also, das muss schon was sein, aber... Junge, der ist echt keine Herausforderung. Die 100 Münzen, die habe ich schon lange wieder in. Und ich spiele, keine Ahnung, 5 Minuten? Nicht mal. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Eine Herausforderung hier wird wahrscheinlich sein, irgendwann will ich zu groß sein für viele Gebiete. Hey, den kann... Doch, ich wollte schon sagen, den kann ich noch nicht im Ganzen fressen, aber hey, dann war er weg. Oh, rot. Luft holen. Na du? Flupp. Weg warst du. Wupp. Auch weg. Wupp. Oh, Gemetzel. Blub. Alle weg. Zip. Immer schön den Staubsauger anschalten. Wupp. Wupp. Du kleiner Zitteraal. Wupp, weg warst du. So, was haben wir denn hier noch so? Wo geht's denn hier lang? Oh, hier geht's nirgendwo lang. Das ist einfach nur ein Höhleneingang. Oh, Luft holen. So, komme ich hier noch durch? Oh, oh. Oh, oh, das war eine knappe Sache. Gerade so. Gerade so. Lauter kleine Fische. Flup, flup, flup. Alle weg. Noch mehr kleine Fische. Puh. Hier ist es jetzt ein bisschen schwierig zu manövrieren. Da bin ich ein bisschen zu groß für. Da. Wie viel Schaden mache ich? Ja. Gucken wir mal ganz kurz. 250 ungefähr. Ne, aber wie gesagt... Zubeißen, das muss ich gar nicht. Der braucht eigentlich gar keinen Schaden. Der saugt die alle so ein. So. Wo finde ich denn noch was zu fressen? Dementsprechend wächst der auch sehr langsam, muss ich sagen. Bei den ganzen großen Fischen, die ich ja schon gefressen habe, müsste der eigentlich schon viel höher sein im Level. Aber die großen, die wachsen immer sehr langsam. Hopp. So. Oh, atmen. Na, du kleiner Hecht. Dein Kumpel, den mag ich überhaupt nicht hier. Muskellunge. Zack, 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 zack. Hey, 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 hey.
mir vorbei. Oh Mann, ich komme nicht gegen die Strömung an. Vielleicht, wenn ich atme? Nee, auch nicht so. Oh, der große Fisch kommt ganz schwer gegen die Strömung an. Selbst nach dem Atmen. So. Flup. Flup, flup. Flup. Ja, der kleine Hecht. Flup, weg war er. Kommt mal her, ja. Flup, 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 flup. So. Aber er hat echt Probleme, gegen die Strömung anzukämpfen. Wenn ich mich überhaupt nicht bewege, man sieht es schon, schwupp, die Strömung kommt. Die holt mich. Oh, mal kurz atmen. Oh, das war zu kurz. Aber das macht ja nichts. Kann ja gleich nochmal. Ich wollte ja nur mal die Piranhas hier fressen. So. Das ist alles wieder schick. Okay, lass das. Ich fresse hier alle Fische, nicht ihr. So. Wupp. Oh. Wupp. Ich wollte eigentlich den Tiger da vorne. Nicht den Hecht. Ich wollte den Tiger hier. Zack. Genau. Der gibt gut Gold. Der gibt gut Münze. Zupp. Zip. So easy. Ist wirklich viel zu leicht. Atmen. So, von vorne. Joa, bin ich der hübscheste Fisch. Ich geb's zu. Aber es gibt wenig hübsche Fische. Also zumindest hier. Da hat doch gerade jemand zugebissen. Ich hab's doch hier gehört. Ich hab's doch hier gehört. Was? Der Aal war's. Aber ich komme nicht zum Aal hin. Doch jetzt. Wupp, 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 wupp. Und wieder atmen. Wupp, wupp. Du da auch. Halt, 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 halt. Wo wollen wir denn hin, ha? Du wirst gefressen, wie alle anderen auch. Ich mach das aber nicht, weil ich so verfressen bin. Wirklich nur wegen den Goldmünzen. Nehm das nicht persönlich. Blupp, weg warst du. Level 11. Guck mal, wie viel Schaden ich mache, wenn ich voll aufgeladen bin. 330. Wow, knapp 500 Energie. Aber wie gesagt, mich beißt eh keiner. Höchstens mal per Zufall. Aber die meisten sind nicht so blöd und legen sich mit mir an. Ja, euch sauge ich auch mal auf. Und dich. Jetzt bin ich schon wieder hier beim Wasserfall. Da wird es gleich wieder super laut. Yush. Da komme ich! Hey. Mal schnell weg hier, das ist immer ordentlich laut. Ich will die Aufnahme hier schneiden, da dröhnt es mir in den Ohren. So. Wo sind denn die ganzen fressbaren Fische? Ha? Ja. Hier, 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 hier. Du. Und du auch. Ihr gebt ordentlich Münze. 16. 16 ist gut. Da steigt der Anzahl. Das ist Wunderbärchen. Da vorne. Oh, mal atmen. So. Blub. Erwischt, erwischt. Schon 700. Ja, mein Freund. Wupp. Wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? Wollen wir den kleinen Fisch fressen? Nein, ich fress dich. Wupp. 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 Du siehst groß aus. 20. Uiuiuiui, der hat es schon gut gefressen. Aber es nützt dir gar nichts. Ich bin viel zu groß für euch. Zip. Der Aal war auch weg. Zip. Oh, das mit dem Atmen. Du musst ganz schön häufig atmen. Ist jetzt hier kein Problem, weil hier gibt es keine Tiefen. Also nicht so wirklich.
Na du, Brüderchen? Bist du richtig gewachsen? Kann ich dir im Popo beißen? Kann ich dich beißen? Nein, kann ich nicht. Zack, der war weg. So. Nochmal atmen. Level 13. Über 400 Schaden. So, aber wie gesagt, das ist hier keine Herausforderung. Wo geht's denn hier lang? Komme ich überhaupt noch lang? Oh oh, oh oh. Das könnte jetzt ein Problem werden. Hier bin ich ja vorhin schon mal lang geschwommen. Hier waren doch die ganzen Kleinen. Genau, ihr wart hier. Das ist jetzt so eine Passage. Oh oh, oh oh. Geht dein Arsch da durch. Oh. Heil, Witzka. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich das geschafft habe. Ich muss hier im offenen Wasser bleiben. So, oh, atmen. So, was haben wir denn da? Plupp. Joa, ein paar mehr Fische. Ein paar mehr Fische. Ja, ihr da. Guckt mal alle her. Der Hecht und die ganzen anderen. Alle gefressen. Und euch bitte auch. Zack, du wolltest die Fische fressen, ich fress dich und die Fische. Dich auch und dich und dich. Oh, 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 mein Freund. Es ist so nicht. So nicht. Wo bist du? Wo bist du hin? Da vorne. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich. Hier entkommt keiner. Alles für die Münze hier. Flupp. Flupp. So. Schwimm, schwimm. Schwimm, schwimm. Gar nichts Großes hier unterwegs. Ja, toll, der Hecht, der ist jetzt nicht mehr so groß. Ganz ehrlich. Ich dachte eigentlich mehr so an so einen Tiger oder die anderen Viecher da, deren Name mir gerade nicht einfällt. Atmen. Zack, zack. Na, wo sind denn die ganzen Großen? Die Kleinen, da geht das so langsam. Ich brauche hier Tigerfisch. Komm schon, wo bist du? Wo die anderen? Ich brauche die Großen. Ist ja gar nichts los. Bin ich alle gefressen? Wie, ah, oh, 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 oh. Gleich zwei Tigers. Wupp. Drei sogar. Wupp. Wupp. Und das sind sogar die anderen, die ich meinte. Nein, nein, die Strömung. Wupp. Wupp, wupp, wupp. Du auch noch. Und atmen. Sehr schön. Sehr schön. Mein Ziel fast erreicht. Gleich ist es soweit. Level 15. Kann sich sehen lassen. Kann sich gut sehen lassen hier. Aber wie gesagt, hier kein Unterschied. Ob du jetzt Level 1 oder Level 15 bist, du frisst sie alle. Du, du Monster, du. Noch ein paar kleine, bringe auch irgendwie Münze. Zack, zack, zack. Aber hier echt kein großer. Da, erwischt. Oh, oh, die Strömung, die Strömung. Ich habe ihn gesehen, da, 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 schwimmt er weg. Dann frisst sich halt sein Bruder hier. Upp. Egal, Hauptsache einer gefressen. Der auch. Und geschafft. Oh. Nö, nö, ich bleib hier. Ich bleib hier. Ich lass das nicht zu. Wee. Ich komme. Ich komme. Yay. Oh. Oh, der sinkt langsam. Der sinkt langsam. Meine Witzka! So, sagt die Uhr. Ja. Na
kurze Folge. Wird eine kurze Folge. Na, also, man sieht schon, mit dem ist das keine Herausforderung. Der ist wirklich nur fürs Farmen von Münzen gut. Ansonsten hat er keine Angst vor irgendjemand anders, höchstens vom Gelände, weil man irgendwann zu groß dafür wird. Der ist so riesig, der hat keine natürlichen Fressfeinde. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich hier eine Weile warte, wenn die kleineren Fische etwas größer werden, aber ich glaube eher nicht. Das dauert eine ganze Weile, bis hier mal irgendjemand mutig genug ist, den anzufallen. Gut. Nee, halt. Ab Moderation. Geh mal ein bisschen vom Wasserfall weg. Gut. Also, hier sieht man nochmal. Ja, wie gesagt, kein besonders hübscher Fisch, aber hey, was soll's. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch noch einen fantastischen Tag und sage ciao.